Es gibt keine größere Täuschung als eine offensichtliche Tatsache. Und meine Güte, was wurde ich von den ersten Trailern zu Sherlock Holmes Chapter 1 getäuscht? Denn hier war für mich direkt offensichtlich, dass wie schon bei Devil's Daughter erneut der Fokus zu stark darauf liegt, den Meisterdetektiv als einen empfindsamen Actionhelden zu charakterisieren. Das sah für mich alles zu sehr nach Musikvideo einer Emo-Rockband der frühen 2000er aus, mit Styler Sherlock als ihrem Leadsänger. Jetzt konnte ich aber endlich das komplette Spiel durchspielen und muss eingestehen, mein Urteil war verfrüht. Denn Chapter 1 hat wenig mit dem miserablen Vorgänger Devil's Daughter gemeinsam und entpuppt sich stattdessen als eines der besten Detektivspiele der letzten 5 Jahre. Und das nicht zuletzt dank der brandneuen Open World. Was wäre eine gute Sherlock-Holmes-Geschichte ohne ein spannendes Rätsel? Deshalb habe ich eines für euch. Dieser junge Mann hier ist John, Sherlocks treuer Kumpane. John, aber ohne H nach dem O und ohne Schnauzbart. Also nicht der allseits bekannte Dr. John Watson, sondern einfach nur John. Es ist gar nicht so einfach, über Chapter 1 im Detail zu sprechen, ohne eine Eigenart dieses Mannes anzuschneiden. Da ich aber alle komplett unvoreingenommene Fans nicht gerade daraus spoilern will, versuche ich es zu vermeiden. Stattdessen fordere ich euch ein wenig heraus. Wer genau zuhört und alle Hinweise richtig deutet, wird das Geheimnis um John im Verlauf dieses Videos ganz alleine lösen können. Die Auflösung gibt es am Ende. Im Spiel löst sich das Rätsel übrigens schon in der ersten Spielstunde. Es handelt sich also um keinen Plot-Twist, der reihenweise Köpfe sprengt. Aber lösen wir doch erstmal das Rätsel darum, wieso Sherlock jetzt eigentlich aussieht wie der Opening Act von My Chemical Romance und warum zum Teufel Watson nirgendwo zu sehen ist. Ganz einfach. Chapter 1 erzählt die Geschichte des jungen Sherlock, der zu diesem Zeitpunkt weder in der Baker Street wohnt, noch Watson jemals kennengelernt hat. Er ist nicht einmal wirklich Privatdetektiv, aber besitzt bereits einen brillanten Geist. Sherlock reist in Begleitung seines Kindheitsfreundes John auf die Mittelmeerinsel Cordona, wo sie einst mit Sherlocks Bruder Mycroft und seiner Mutter Violet in einem Anwesen lebten. Grundsätzlich geht es Holmes darum, das Grab seiner Mutter zu besuchen. Schnell wird ihm dabei aber klar, dass er so gut wie nichts über ihren Tod weiß. Sherlock erinnert sich schlicht nicht mehr an die Umstände und wird stutzig, als sich andeutet, dass seine Mutter gar nicht wie gedacht an Tuberkulose gestorben sein kann. So entspinnt sich ein Fall um Sherlocks eigene Vergangenheit, was gleichzeitig als Rahmenhandlung dient. Wir sammeln Hinweise, die ihm dabei helfen, sich wieder zu erinnern. Um den Fall um seine eigene Vergangenheit und zahlreiche andere Fälle zu lösen, greift Holmes auf ein umfangreiches Repertoire detektivischer Fähigkeiten zurück. Am bekanntesten davon ist natürlich sein Deduktionstalent. Also die Fähigkeit, mit wenigen Infos komplexe Rückschlüsse zu ziehen. Am beeindruckendsten ist das, wenn Holmes scheinbar in wenigen Sekunden analysiert, wer eine Person ist, wo sie arbeitet, wann sie geboren wurde und welchen Honig sie ihrer Oma heute Morgen aufs Brot geschmiert hat. Im Spiel wird diese Begabung dadurch simuliert, dass wir unser Gegenüber ausführlich scannen können, während die Zeit stillsteht. So erkennen wir anhand des erbärmlichen Schnurrbartes, der schicken Kleidung und den verschwitzten Händen sofort, dass es sich bei diesem Beamten um einen jungen Bürokrat handelt, der gerade ziemlich überfordert ist. Vielleicht ist er aber auch ein überanstrengter Bürohengst? Die Entscheidung fällen wir selbst. Das gab es in dieser Form bereits im Vorgänger Devil's Daughter. In Chapter 1 lässt sich aber viel öfter nachvollziehbar einordnen, welche von beiden Optionen jetzt passender ist. Ein falsches Profil erweist sich allerdings so gut wie nie als Problem und frisst eher an der eigenen Eitelkeit. In Chapter 1 können wir sogar ausnahmslos jeden NPC untersuchen. Per Klick schalten wir Holmes Konzentrationsmodus an und das Spiel offenbart uns 3 Fakten zu jeder Person auf der Straße. Das wird besonders dann wichtig, wenn wir in den Gassen von Cordona nach einem bestimmten Merkmal Ausschau halten sollen. Hier suchen wir eine Person mit afrikanischen Wurzeln, um uns über Stammesnamen eines Opfers aufklären zu lassen. Damit die Leute dann aber auch wirklich mit uns sprechen, muss gelegentlich das richtige Kostüm her. Hier war unsere Verkleidung als osmanischer Einheimischer offensichtlich die falsche Wahl. Manchmal schadet es übrigens auch nicht, sich als Polizist mit falschem Schnörres auszugeben. Die Kostüme sind in Chapter 1 übrigens anders als in früheren Spielen der Serie nicht festgelegt. Wenn wir also beispielsweise als Matrose in einer Kneipe erscheinen wollen, können wir in Uniform oder Regenmantel aufkreuzen. Das macht zwar keinen großen Unterschied, erlaubt es aber ein wenig selbst kreativ zu sein. Die zahlreichen Verkleidungen haben außerdem einen netten Nebeneffekt.
Wir müssen nicht die ganze Zeit Holmes modisches Stylergewand anhaben. Wir können auch ganz klassisch in einem simplen viktorianischen Mantel durch die Welt streifen. Wahlweise sogar mit Deerstalker. Jetzt fehlt nur noch die Pfeife. Die erwähnte Detailanalyse und der Konzentrationsmodus helfen zusätzlich beim Beobachten von Tatorten. So können wir ebenfalls Leichen untersuchen, Fußabdrücke zuordnen oder einer Blutspur folgen. Das Ziel sollte es immer sein, alle Hinweise zu entdecken. Jeder davon wird dann in unserem Fallbuch notiert, damit wir alle notwendigen Indizien schnell überblicken können. Hier sehen wir übrigens auch, welche von Sherlocks Fähigkeiten die Nachforschungen gerade vorantreiben könnten. Die roten Symbole zeigen zum Beispiel an, ob eine Verkleidung nötig ist, der Konzentrationsmodus angeschaltet werden sollte oder es an der Zeit ist, Leute auf der Straße zu befragen. Eine hilfreiche Stütze, die uns zwar einen Teil der eigenen Denkarbeit abnimmt, aber keineswegs den Rätselspaß ruiniert. Wo wir genau suchen und wen wir befragen sollten, wissen wir dann nämlich immer noch nicht. Für eine richtig knackige Herausforderung wäre es trotzdem schön gewesen, diese Einblendungen auch ausschalten zu können. Laut der Beschreibung des höchsten Schwierigkeitsgrades soll das auch gehen, in der Testversion blieben die Aktionssymbole aber trotzdem die ganze Zeit sichtbar. Zumindest wird so verhindert, dass wir uns komplett verrennen und gar nicht mehr weiterkommen. Manche Hinweise sind nämlich essentiell, damit wir überhaupt ein finales Urteil fällen können. All diese Hinweise gilt es dann, im Kopf zu einem logischen Ergebnis zu bringen. Das macht Sherlock Holmes auf zwei unterschiedliche Arten. Als erstes gibt es eine neue Spielmechanik, mit der Holmes Tathergänge rekonstruieren kann. Sobald an einem Tatort genug Hinweise entdeckt wurden, tauchen wir tief in seine Gedankenwelt ein. Während Sherlock sich konzentriert auf den Boden setzt, laufen wir nun in der Rolle von John am Tatort umher und müssen uns entscheiden, was hier vorgefallen ist oder wer dafür verantwortlich war. Es gibt immer nur eine richtige Antwort auf diese Fragen. Liegen wir falsch, rügt John uns für unsere Denkfehler. Trial and Error sind also theoretisch möglich, befriedigender ist es aber natürlich, anhand der Fakten zu entscheiden. Meistens gibt es davon auch genug, um logische Schlüsse zu ziehen. Die zweite Möglichkeit für Schlussfolgerungen bietet das Gedankenkabinett. Das kennen Fans der Adventure-Reihe schon seit Crimes and Punishment. Hier können wir zwei Hinweise zu Schlussfolgerungen kombinieren. Einige davon lassen mehrere Möglichkeiten zu, zwischen denen wir uns dann entscheiden müssen. Alle Schlussfolgerungen verknüpfen sich dann zu einem Ergebnis, doch je nach vorheriger Wahl kann es unterschiedliche Urteile geben. Nur wer sorgfältig Tatorte durchwühlt und die Aussagen der Zeugen auf mögliche Widersprüche abklopft, wird dann zu einem wahren Ergebnis gelangen. Dass wir dabei stets auch falsch liegen können, macht den besonderen Reiz aus und gibt uns das Gefühl, ein waschechter Detektiv zu sein, der eben über jedes Detail nachdenken sollte, bevor ein finales Urteil gefällt wird. Die Konsequenzen unserer Entscheidungen erfahren wir dann unmittelbar danach durch den Kauf einer Lokalzeitung. Die verrät uns blöderweise aber nicht, ob wir nun tatsächlich Recht hatten oder nicht. Meistens gestehen Schuldige zwar irgendwann, aber eben nicht immer. Die Entwickler wollten damit schlicht vermeiden, dass Spieler einfach einen früheren Spielstand laden und die andere Entscheidung fällen. Zusätzlich handelt es sich bei einigen dieser Lösungen eher um moralische Entscheidungen, was grundsätzlich nicht verkehrt ist. Da moralische Entscheidungen aber nun mal unabhängig von logischen Schlussfolgerungen entstehen, verlieren solche Fälle viel von ihrem Rätselcharakter. Überhaupt zwingt uns Chapter 1 seltener dazu, uns wirklich lange den Kopf zu zermartern. Es kann schon vorkommen, doch insbesondere bei den 5 großen Fällen hätten wir gerne so ausführlich gebrütet wie noch bei Crimes and Punishment. Die Auflösung des großen Rätsels um den Tod von Sherlocks Mutter entpuppt sich ebenfalls als Enttäuschung. Warum genau, will ich hier nicht sagen. Es hat aber tatsächlich eher damit zu tun, wie der Fall aufgeklärt wird und nicht, was am Ende herauskommt. Im direkten Fallabgleich verliert Chapter 1 also gegen den 7 Jahre älteren Vorgänger Crimes and Punishment. Doch das hat einen Grund, denn anders als Crimes and Punishment muss sich Chapter 1 nicht nur auf die Qualität seiner 5 großen Fälle verlassen. Das aktuelle Holmes Adventure hält nämlich ergänzend eine ganze Welt voller Kriminalfälle für uns parat. Während wir durch Cordona spazieren, können wir immer wieder fremde Leute belauschen und bekommen so Wind von möglichen Fällen. Diese optionalen Geschichten bieten durchaus spannende Kriminalfälle, für die wir ebenfalls auf Holmes ganzes Arsenal zurückgreifen müssen. Lediglich das Gedankenkabinett findet hier keinen Einsatz. Das macht manche Fälle aber tatsächlich sogar spannender, da viel mehr echte Denkarbeit an uns selbst hängen bleibt. So kommen wir doch noch an die so begehrten Aha-Momente. Um einen Täter zu überführen, müssen wir dann unsere Beweise vorlegen und können ebenfalls ziemlich falsch liegen. Neben weiteren Fällen gibt es noch kleinere Aufgaben wie die Suche nach Münzen, Schätzen oder Erinnerungen.
Denkt jetzt aber bloß nicht an typischen Open-World-Beschäftigungskram. Selten hat es ein Spiel so elegant geschafft, seine Nebenaktivitäten wirklich schmackhaft zu machen. Allein dadurch, dass es sich immer um kleinere Rätsel handelt und sie nie den Anschein erwecken, als würde das nicht zu unserer Rolle als Detektiv passen. Für diese Münze hier müssen wir ein Mysterium aufdecken, das Holmes' noch klügerer Bruder Mycroft vor Jahren in wenigen Minuten geknackt hat. Angeber, dem zeigen wir es. Während wir die offene Welt durchlaufen, müssen wir uns übrigens keine Sorgen darum machen, dass John nicht hinterherkommt. Ein wenig wie der unheimliche Watson aus den früheren Holmes Adventures taucht John an gewissen Punkten einfach auf. Teilweise sogar an sehr seltsamen Orten. Wenn es zum Kampf kommt, ist John dann allerdings auffällig abwesend und gibt nur hier und da körperlos mal einen Kommentar ab. Etwa wenn wir versehentlich einen Schurken in den Kopf schießen, statt ihn festzunehmen. Eigentlich besteht der Kniff dieser Actioneinlagen nämlich darin, erst die Panzerung der Gegner abzuschießen, sie zu betäuben und mit diesem Minispiel auszuschalten. Das machen wir wieder und wieder und wieder bis zur Ermüdung. Zumal das Ausmaß dieser Kämpfe auch viel zu groß ist. Hier und da mal eine Handvoll Banditen ausschalten, das wäre ganz lustig. Aber die Kämpfe finden sehr oft statt und jedes Mal legt Holmes gleich ein Dutzend Kriminelle aufs Kreuz. Das fühlt sich einfach nicht nach etwas an, was ein Detektiv wirklich können sollte. Zumindest solange er nicht Bruce Wayne heißt und sich wie eine Fledermaus anzieht. Diese Actioneinlagen sind nicht ganz so nervig und unausgegoren wie in Devil's Daughter, fühlen sich aber trotzdem einfach unnötig an. Was sich besonders daran zeigt, dass man sie wahlweise auch überspringen kann. Chapter 1 hat also kein lupenreines Alibi, sondern zieht mit den doofen Schießereien und den vergleichsweise simpel gehaltenen Fällen einen kleinen Verdacht auf sich. Das reicht aber nicht aus, um seine Stärken komplett zu übersehen. Denn am Ende des Tages liefern die Entwickler ein großartiges Rätsel-Adventure ab, in dem wir uns selbst fühlen wie die beste Spürnase des 19. Jahrhunderts. Vor allem Fans werden außerdem mit großer Zufriedenheit feststellen, dass Sherlocks Persönlichkeit wunderbar zur Geltung kommt und wir es hier nicht mit einem überemotionalen Teenager zu tun haben, wie anfänglich vermutet. Ganz im Gegenteil. Wer Sherlock Holmes mag, wird mit Chapter 1 eine grandiose Zeit haben. Und wem nach ein wenig Rätselspaß in einer sehr stimmigen Open World ist, sollte über eine Reise nach Cordona ebenfalls nachdenken. Ach ja, und es gab ja noch ein kleines Rätsel zu lösen. Solltet ihr die Antwort bis jetzt noch nicht kennen und auch gar nicht wissen wollen, dann ist jetzt der Moment, um sich eines dieser anderen Videos anzusehen. So, wenn ihr jetzt noch da seid, ist hier eure Antwort. Der gute John ist nicht echt, sondern ein Hirngespinst aus Sherlocks Kindheit. Wenn ihr das anhand der spärlichen Infos in diesem Video bereits scharfsinnig erraten konntet, dann seid ihr auf jeden Fall für alle Abenteuer in Chapter 1 gewappnet.